Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute wollen wir für euch die Spargelcremesuppe kochen. Dafür haben wir unseren Spargelfond. Das entnehmt ihr bitte dem Video, wie koche ich Spargel. Spargel vom Vortag im Prinzip, ne, wo der Fond auch herkommt, was überall ist geblieben ist vom Mittagessen. Ein bisschen Sahne, ein bisschen Stärke und ein bisschen Wasser. Zuerst kocht ihr den Spargelfond auf. Dann rührt ihr die Maisstärke mit kaltem Wasser an. Das ist die einfachste Art, wie wir die jetzt hier kochen, aber auch die leckere. So. Der Fond, da ist ja alles drin. Da ist Salz drin, da ist Zucker drin, da ist ein bisschen Zitrone drin, da ist schon ein bisschen Butter drin. Deswegen sind alle Geschmack drin. So, jetzt rühren wir da Maisstärke ein. Maisstärke aus dem Grund, weil die nur eine Minute braucht, um gar zu werden. Mehl würde 10 Minuten dauern. Klassisch ist es, mit einer Mehlspitze zu machen, das können wir dann nochmal machen. Aber das hier ist eigentlich die moderne Variante, die wir sie kochen. Ich muss jetzt einmal aufkochen kurz. Moment, in der Zeit schneiden wir schon mal unseren Spargel klein. Einfach den kleinen, den Garnspargel. Scheibchen schneiden. Natürlich ein bisschen weich jetzt hier, weil der vom Vortag ist, ist klar, ne? Ist ja gut. Durchschneiden so, ne? Das ist dann unsere Suppeneinlage. Die machen wir ja schon mal in den Teller rein. So. Na, die Spitzen halbieren wir auch nochmal. Ein bisschen was zu beißen, also ja, jetzt halt auch wieder so eine Suppe, ne? So ein bisschen Bindung kann da noch rein. Ich habe hier 750 ml Spargelfond drin und habe zwei Esslöffel Maisstärke angerührt. Wenn ich das so sehe, brauchen wir die auch genau. Kochen lassen wieder. Und kommt. So, jetzt ist es schön durchgekocht hier. Ne? Sahne rein. Ich mache da schon so 100 ml Sahne rein. Dann habt ihr genau eine Liter Suppe jetzt. Ne? 750 Spargelfond, 100 Sahne. 50 Maisstärke, 50 Wasser. Naja, sind wir bei 950. War nicht bei 1000. So. Einmal kurz aufstoßen lassen, noch die ganze Geschichte. Muss eigentlich nur noch heiß werden, ne? Muss nicht aufkommen. Ne? Gut. Hitze raus. Dann richten wir das Ganze an. Ne? Vernünftigen Teller sucht euch. Guck mal hier. Nicht zu dick, die Suppe. Genau, lecker, wie man sie mag. Schnell noch ein bisschen Schnittlauch von der Fensterbank geklaut. Ein bisschen was Grünes drauf. Fertig war's. Bon Appetit. Wünsche euch euer Biokoch.